Hallo zum Kurzwellensender. Ich begrüße heute die Kurzwellensender-Crew. Unter anderem sind dabei Jan. Hallo, heute mit Scheißqualität. Ja, beim letzten Mal war ja der Mario mit Scheißqualität, deswegen haben wir den gleich ganz rausgeschmissen und diesmal ist Jan mit Scheißqualität. Ja. Mal gucken, das heißt, ich bin nächstes Mal auch raus und nächstes Mal in Scheißqualität ist Phil. Ja, ich bin für die inhaltlich schlechte Qualität zuständig. Du bist ein bisschen leise, Phil. Okay, auch Audiomusik für schlechte Qualität. Und Jan, nein, und wir fehlen noch Ben. Hallo. Ich bin da. Sehr gut. Also Mario haben wir natürlich nicht rausgeschmissen, er kann heute leider nicht. Aus Gründen. Ach ja, der war ja im Knast. Schon wieder? Ne, das stimmt, ich bin ja jetzt im Knast. Vorsicht, du darfst jetzt keine Cross-Referenzen machen, du spielst nämlich an auf einen anderen Podcast. Auch wenn du vielleicht denkst, das wäre in der letzten Folge passiert, aber nein, das war ja in einer Impulssender-Folge. Ah, es war in der letzten Aufnahme. Richtig. Ach, diese unterschiedlichen Feeds. Aber dann habe ich es ja auch schon falsch gemacht, als ich gesagt habe, seine Mikrofonqualität war beim letzten Mal schlecht. Okay. Ja. Ja, es geht um Watchmen, Folge 2 heute. Es haben ein paar Leute eingeschaltet, wir haben aber leider kein Feedback bekommen, wenn ihr irgendwie Feedback. Nicht solches Feedback. Wenn ihr irgendein Feedback habt. Das ging aber schnell. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne auf unserer Seite oder auf Twitter unter Zahlensender.net oder auf Facebook unter Zahlensender. Wir hören das gerne. Und wenn ihr eine Meinung zu der Serie loswerden wollt oder zu dem, was wir besprechen, worauf wir vielleicht noch eingehen sollen, dann sagt uns das gerne. Und wenn wir nichts von euch hören, dann machen wir halt so weiter, wie wir es selbst wollen. Ja, seid ihr selbst schuld. Ja, genau. Watchmen Folge 2. Wie heißt denn die Folge? Meisterleistungen der Comanchen-Reitkunst. Ist das wirklich die deutsche Übersetzung? Ja. Cool. Ich wollte nämlich schon fragen, was Martial Feats of Comanche Horsemanship heißt. Aber dann weiß ich es ja jetzt schon. Meisterleistungen der Comanchen Reitkunst. Das liegt, ist wahrscheinlich einfach das Bild, was so heißt, oder? Was man später sieht. Ja. Ich denke. Also davon gehe ich mal aus. Ja. Weil beim letzten Mal war es ja so, da hieß ja die Folge It's Summer and We're Running Out of Ice. Und da hat man ja dann später in der letzten Szene festgestellt, dass das eine Zeile aus dem Musical war, was da gesungen wurde. Ich habe das später nochmal nachgehört. Das war auch sehr interessant, weil es dann nämlich tatsächlich ja um Poor Judd ging, der gerade gestorben ist. Also das war nicht extra für Watchmen so aufgedichtet, sondern wahrscheinlich hat man eher den Namen daran gelehnt, weil er ja Judd hieß. Oh, ich bin so schlecht im Namen merken. Ja, also der Polizeichef. Ja. Ja. Aha, okay, danke. Entschuldigung. Aber ich wäre auch so schlecht im Namen. Und der ist ja jetzt schon raus. Naja, der war noch mal dabei. Ja, der hängt noch ein bisschen rum. Der hängt noch ein bisschen rum und der kommt ja auch in der Rückblende wieder vor. Mir ist etwas aufgefallen, vielleicht ist euch das auch aufgefallen, nämlich schon in der zweiten Folge, ich weiß nicht, ob man da auf alle Folgen schließen kann, aber der Folgenaufbau der beiden Folgen ist zumindest mal genau gleich gewesen. Die Folge beginnt mit einem Rückblick auf lange vergangene Zeiten. Dann kommt lange Zeit, die Jetztzeit oder ja, wie man das auch nennen soll. Das ist ja, glaube ich, 2019. Und dann gibt es einen kurzen Block oder Ausschnitt in Richtung Jeremy Irons und was auch immer das sein soll. Und dann kommen die letzten paar Minuten nochmal in der Jetztzeit mit so einer Art Cliffhanger. Ich habe auch gedacht, als plötzlich, also es war ja so eine Überblende von diesem Comanchen-Bild dann zu einem weißen Hengst und da drauf saß Jeremy Irons, dachte ich, ach ja, stimmt, der darf nicht fehlen. Den gibt es ja auch noch. Genau, mal gucken, ob das dann in der dritten Folge wieder genauso ist mit der Struktur. Finde ich immer gut. Die jemals zusammenfinden. Ja, finde ich immer gut. Du meinst jetzt die Schauplätze? Ja. Ja. Ich find das immer gut, wenn da so eine erkennbare Struktur irgendwie drin ist und sich da jemand so eine Architektur überlegt.
Ja, es darf halt nicht zu so einem Korsett werden, dass sich dem alles unterwirft. Klar. Finde ich. Irgendwann muss man das sicher auch mal aufbrechen. Aber erstmal finde ich da jetzt gute Orientierung in den ersten beiden Folgen. Und versuche diesmal darauf zu achten, ob das in Folge 3 dann auch wieder so ist. Ich habe noch was mir aufgefallen ist. Die Folge wurde geschrieben natürlich von Damon Lindelof, aber auch von Nick Hughes. Und Nick Hughes kennen wir, weil Carlton Hughes und Damon Lindelof ja Lost gemacht haben. Und kurze Recherche hat ergeben, dass Nick Hughes der Sohn von Carlton Hughes ist. Aha. Habe ich natürlich sofort nachgeguckt, als ich den Namen Hughes gelesen habe im Intro. Ja. Also hat sich darf, hier. Darf direkt groß einsteigen. Ja, hat sich sozusagen. Jetzt bin ich der Meister, hat sich die Craftsmanship umgestellt. Von Meister Hughes zu Schüler, zu Jedi. Wie heißen die? Verdammt. Padawan Cues, genau. Ja, das war erstmal das, was mir so aufgefallen ist, bevor die Folge überhaupt richtig inhaltlich dann losgeht. Übrigens habe ich eben Quatsch erzählt. Judd heißt nicht Jed, sondern Judd. Also Don Johnson heißt Judd Crawford. Und in dem Song hieß es wohl Jed. Oder hieß es da auch Judd? Dann haben sie es wahrscheinlich extra angepasst. Wir können noch mal gucken, ob es irgendwie neue Schauspieler gab, aber kommt niemand Neues bei vor, glaube ich. Zumindest niemand, der tatsächlich wirklich namentlich erwähnt wird. Es gibt halt, wie gerade in dieser Szene bei diesem Wohnwagen-Camp, gibt es viele Gesichter, aber die sieht man wahrscheinlich danach auch nie wieder. Ja. Also, nö, ich würde jetzt sagen, nein. Würde ich auch sagen. Ja, dann steigen wir doch direkt ein. Und zwar gehen wir ins Jahr, das muss irgendwo im Ersten Weltkrieg sein, denke ich mal. Ja. Weil da wird eine... Deutsch gesprochen. Da wird Deutsch gesprochen oder zumindest versucht. Versucht es zumindest, ja. Fräulein. Ja. Sie können doch Englisch. Ja, und die Frau hat auch ganz gut Deutsch gesprochen, die paar Worte, die sie gesagt hat, aber der Herr nicht so. Nee, leider nicht. Sein Englisch war ungefähr genauso akzentfrei wie sein Deutsch. Ja. Und da geht es so darum, dass wie der alte Mann mit dem Rollstuhl zu diesem Zettel gekommen ist, auf dem in der ersten Episode stand "Take care of this boy". Mhm. Denn das ist so ein Flugblatt, was abgeworfen wurde im Ersten Weltkrieg, um die feindlichen Soldaten zu zersetzen. Also die Moral. Die ja. nicht so wie die Squids. Paper cuts, paper cuts. No, no. It's raining Squids, nein. Die Moral. Nicht. Genau. Und ja, das waren halt eben so Propagandablätter, genau. vom deutschen Kaiserreich, wo sie gerade den schwarzen Soldaten so in Frage stellen wollten, wofür sie überhaupt kämpfen, weil... In den USA geht's denen ja schlecht, die sind nicht gleichberechtigt und warum führen sie überhaupt den Krieg des weißen Mannes? Ja. Also vermutlich hat dann der Vater des Jungen im Ersten Weltkrieg gedient. Und das wird dann ja auch so schön unterstrichen durch einen weißen Offizier, der auf einem Pferd reitet und dem schwarzen Soldaten aus derselben Armee noch schön ins Gesicht spuckt. Ja. Ich habe erst kürzlich noch so eine Geschichte gelesen, das war aus Weltkrieg Nummer 2, wo die amerikanischen Soldaten, die in UK stationiert waren, sich irgendwie riesige Prügeleien mit britischen Soldaten geliefert haben, weil die Amerikaner darauf bestanden haben, dass die Pubs und so weiter getrennt werden und die Engländer das nicht machen wollten. Es gab ja sogar eigene Einheiten, die zum Beispiel nur aus Leuten aus Harlem bestanden haben. Oder? Ob das jetzt so eine Stolzsache war, aber ich glaube eher auch, dass das eben durch Rassismus überhaupt erst initiiert wurde und die daraus eben gedreht haben, dass sie Was wollten die Engländer stolz drauf sind. Die wollten keinen Pub nur für Weiße machen. Das wollten die Engländer nicht? Krass. Ja, so habe ich das in Erinnerung. Die Engländer waren da tatsächlich schon immer ein bisschen weiter. Es heißt doch immer, die Engländer waren eigentlich immer die besseren Nazis.
Nee, also ja, aber dabei, das bezieht sich bei denen, glaube ich, eher auf Nicht-Engländer. Ach so. Die sind da, glaube ich, nicht so. Ja, also die gucken auf Amerikaner so oder so runter. Ach so, ja, genau. Okay. Die machen da keinen Wandel. Die machen keine Scheiße. Schauen auf jeden herab, der ordentliche ja, Zähne nicht hat. Der Engländer ist. Der ordentliche Zähne. Und keine roten ja. Haare hat, meinst du? Das sind doch die. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Der deutsche Offizier wurde von einem Amerikaner gespielt und die Frau tatsächlich von einer Deutschen. Okay. Tja, 50% Erfolgsquote. Ja, ist ja immer so ein Ding mit deutscher Sprache in amerikanischen Filmen oder Serien. Weil es ja so teuer ist, sich einfach mal für $20 jemanden zu nehmen, der ja, diesen Satz einspielt. Aber es interessiert doch auch niemand, das merken doch nur wir. Ja, aber warum dann bei ihr und bei ihm nicht? Das ist halt wieder so halbherzig. Ja, okay. Ja, der war halt wahrscheinlich einfach verfügbar ja. Oder war ein Bekannter. Ey, mach mal. Genau. Ja, und dann blenden wir schon wieder um nach heute, weil dann sieht man nämlich, dass er den Zettel in der Hand hat. Er sitzt dann, glaube ich, wieder unter dem Baum, gell, wieder im Scheinwerferlicht. Ja, da ist er quasi nahtlos an die letzte Folge anknüpfen. Und dann kommt die Kriegernonne, oh, die nimmt ihn ja mit in ihre Bäckerei. Richtig. Und fragt, ob er Kaffee haben will. Dann fragt er, ob es Zucker gibt. Und dann sagt sie nein. Und er sagt, a bakery oder sowas. So einfach so, so nach dem Motto, was eine Bäckerei. Was ist das für eine Bäckerei? Ja. Ja, der macht ist so ein ganz cooler Typ. Er hat irgendwie so Oberwasser die ganze Zeit, hat man das Gefühl. Ja, der ist überhaupt nicht verängstigt. Ja. Wirkt so, ja, als hätte er noch die Kontrolle die ganze Zeit. Mhm. Ach ja, bevor sie ihm den Kaffee gibt, geht sie ja erstmal runter und muss erstmal verarbeiten, dass ihr Kumpel ja tot ist. Sie schlägt ja dann so das Gewehr gegen die Wand oder so da unten. Und wenn sie sich wieder gefasst hat, dann gibt sie ihm eben den Kaffee. Und dann sagt der alte Mann ihr, dass der, jetzt hätte ich fast Sheriff gesagt, das ist ja gar kein Sheriff, oder der Polizeichef, Skeletons in the Closet hat. Also Leichen im Keller, weiß das wahrscheinlich, oder? Ja, denke ich mal auch, genau. Ja. Dann wird Angela aber angerufen, weil nämlich jetzt bekannt wurde, also der wurde gefunden offensichtlich, der Polizeichef. Und dann spielt sie auch so die Überraschte. Und dann kettet sie, oder sie hat ihn schon vorher angekettet, den alten Mann fest und fährt dann dahin. Und er erzählt ja auch so allen möglichen Quatsch, denke ich mal. Also er erzählt, dass er eben telekinetisch begabt ist und er hat den alten, oder er hat den Polizeichef da aufgehängt und Doktor, ist das Doktor Manhattan oder einfach nur Mr. Manhattan? Doktor, okay. Ja, der promovierte Dr. Manhattan könnte ausschauen wie jeder Mensch, was anscheinend Quatsch ist, sagen die dann ja nachher. Und er erzählt jedenfalls so alle möglichen kruden Sachen, von denen sie gar nicht weiß, was sie davon halten soll. Unter anderem eben ja, dass der Polizeichef Leichen im Keller bzw. Skelette im Schrank hat. Und dann bricht sie ja auf und er bleibt da angekettet sitzen. Das, weil ich jetzt nur sage, weil wenn sie später zurückkommt, sie kommt ja auch mal nach ihm schauen, erinnert er sich überhaupt nicht mehr an alles, was er da gesagt hat. Ja, genau. Deswegen erwähne ich das noch. Ja, ich werde das nachher auch noch mal erwähnen, weil danach noch ein etwas Witziges kommt, finde ich. Aber wir kommen ja da eh noch mal hin. Ja, da ist jetzt, sage ich mal, viel los an der Stelle des Mordes oder an der Stelle, wo er aufgehängt wurde. Der Polizeichef, die bekannten Gesichter sind alle da oder eben nicht bekannte Gesichter, ja. Nämlich die markierten Gesichter, der mit der silbernen Maske. Spiegelmann. Wie heißt der nochmal? Looking Glass. Looking Glass, genau. Und der Russe heißt? Red Scare. Red Scare, okay. Und du hattest wahrscheinlich recht, Phil, das ist wirklich ein Russe. Weil später wird er ja beschimpft als Nazi und dann sagt er, ich bin Kommunist. Ja. Und Waliser sind ja keine Kommunisten.
Wie man weiß. Wie man weiß. Ja. Red Scare ist ja wirklich so eine Anspielung auf den Begriff der Angst vor dem Kommunismus in den USA. Ja, und ich habe es jetzt auch drauf geachtet, der hat auch einen russischen Akzent, der stimmt. Ja, das hat er auf jeden Fall. Ja, doch, auf jeden Fall. Und dann sitzen ja Looking Glass und sie im Auto und er fragt, ob sie irgendwas zu essen hat und dann schiebt er sich die Maske so bis zur Nase hoch und futtert ein paar Erdnüsse, während die beiden sich unterhalten. Wie auch später dann, zu Hause. Genau, genau. Da verstehe ich das überhaupt nicht. Hier verstehe ich das jetzt. Da später zu Hause, Entschuldigung, fand ich es noch lustiger, weil der hat ja irgendwas geliefert bekommen und macht sich da auch noch so diese Warmhaltefolie ab. Und die könnte er eigentlich auch ganz gut als Maske benutzen, weil die auch so genauso reflektiert hat wie seine Maske. Und dann landet den ja ein Typ auf der Motorhaube. Was so eine Reporterdrohne ist. Einfach so ein Mensch mit Mottenflügeln oder sowas. Und eine Kamera, der eben versucht, das zu filmen, um an den Polizeiabsperrungen vorbeizukommen. Und eben Red Scare verprügelt den erstmal ordentlich und zerstört die Kamera. Aber da dachte ich mir, es gibt doch da Drohnen oder müsste doch Drohnen geben. Muss nicht zwangsläufig. Es gibt ja auch keine Handys zum Beispiel. Aufbar, ja. Ja, also das ist ja so ein bisschen. Aber fliegen du schon irgendwie ein bisschen anders die Gegend. Ja, und die Autos, die klingen auch alle irgendwie elektrisch, finde ich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also auf jeden Fall irgendwie special alles so ein bisschen. Ja, sie schießen ja dann noch den zweiten Reporter mit dieser Elektroladung runter. Fliegt ja noch einer drum, stimmt. Ja, also das war ganz lustig, aber interessanter fand ich eigentlich vorher die Unterhaltung zwischen den beiden. Also jetzt nicht unbedingt inhaltlich, aber so auf die Charaktere bezogen, weil der Looking Glass, der verhört die ja schon richtig. Mhm. Also der schaltet da schon direkt um in Arbeit und wobei, und das klang ja, jetzt sie, auch, ja. Sie dann ja eben wirklich fragt, aber verhörst du mich oder so? Nö, wie kommst du denn darauf? Obwohl er wahrscheinlich entweder merkt das aber selber nicht ja mehr. Voll. Oder, ja, klar, aber entweder merkt das nicht mehr oder er macht es auf jeden Fall und das war sozusagen ironisch gemeint. Ich fand sogar, die Reaktion darauf hat noch dann viel deutlicher gezeigt, dass er sie verhört. Also er sagt ja dann, das muss ich doch nicht oder das macht ja keinen Sinn, so dich zu verhören, ist ja völliger Quatsch. Das fand ich eher noch deutlicher. Ja, also dass er es macht, bestreite genau. ich ja gar nicht. Nee, ich glaube, damit hat es sich für mich auch noch absichtlicher angehört, dass er es jetzt nicht versehentlich macht. Ja. Naja, sie war ja halt wohl die letzte Person, die ihn lebend gesehen hat. Genau. Das wusste er ja schon. Mhm. Und sie erzählt ja auch so von Koks und von einem Glas Alkohol. Eine. Oder ein paar. Mhm. Und nichts, weswegen man nicht mehr Auto fahren könnte. Als Polizeichef. Er eröffnet hier ja auch, dass der Polizeichef durchaus noch sehr viel miterlebt hat, bevor er dann gestorben ist. Stimmt, an Folter. Ja. Das sagt er, glaube ich. Ja, der Looking Glass. He was alive das, during all of this until he until wasn't. He wasn't. Until he wasn't, ja. Und dann planen sie ja, glaube ich, schon ziemlich schnell da jetzt dieses Redneck-Dorf da zu überfallen als Rache. Oder Nixon als, will. Nixon will heißt es, genau. Was heißt ja, als Rache? Dann, also um da vielleicht was rauszufinden, aber schon auch irgendwie als Rache. Ja, und da man ja dann auch. Ja, so eine Mischung aus beidem. Da wird schon, also Frust rauslassen und da wird schon der ein oder andere Richtige dabei sein. Und da fühlt auch Looking Glass wieder, weil Sister Knight so dagegen ist, hat er schon, glaube ich, irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie mehr weiß. Ja. Finde ich. Also weil er nämlich nicht versteht, und das sieht man hinterher ja nochmal, dass sie da so deeskalieren will. Weil sie da ja sonst überhaupt keine Probleme mit hat. Ja. Und dann kommt dann geht's doch in die Vergangenheit. Was? Bevor die da einreiten, oder? Ja. In der Vergangenheit sind wir ganz am Anfang. Nee, es geht jetzt nochmal in die Vergangenheit. Ja, später nochmal in die Vergangenheit, ach so. Genau. Die White Knight. Genau. Ah, ja. Wenn sie am Weihnachtsbaum sind. Ja. Dann ist die Struktur ja doch anders. Die kleine Hand auf der großen Hand liegt. Ja. Also weil von der White Knight wurde ja in Folge 1, glaube ich, schon so ein bisschen so
ganz grob, dass es da mal irgendwann was Schlimmes gab. Mhm. Und hier erfährt man jetzt eben in dem Rückblick diese eine Nacht, in der alle, also klang für mich so, als wenn alle Polizisten in der Stadt am Weihnachtsabend in ihrem Haus überfallen worden und ich glaube, wie viele genau sterben, kriegt man nicht mit. Ich glaube, der Polizeipräsident meinte irgendwie über 40 Häuser zeitgleich und viele haben eben geschlafen und sind dementsprechend eben ermordet worden. Und das schlägt wohl Wellen und viele treten eben aus dem Dienst aus. Und das finde ich schon mal so cool, weil wir haben ja uns, also ich habe mich in der ersten Folge auf jeden Fall gefragt, warum sind denn alle Polizisten maskiert, warum muss das denn die Identität so kaschiert werden? Und jetzt kennen wir eben schon in der zweiten Folge und nicht erst am Ende der achten Staffel, warum das so ist oder was der Zwischenfall war, der es alles in Gang gesetzt hat. Ja, wir erfahren da ganz viel. Also eben zum einen das, wir erfahren auch noch, wo die Kinder herkommen. Genau. Also ihre Kinder, das sind ja die Kinder von ihrem auch Kollegen. Auch wieder schön erzählt durch, nicht weil es jemand erzählt, sondern weil es dadurch klar wird, geht ja nur darum, dass die Kinder eben von ihrem Partner, also von dem Polizeipartner, jetzt Waisen sind, weil die wohl beide tot sind, die Eltern. Genau. Durch diesen Überfall. Weil auch Überfall. Die Mutter auch umgebracht wurde, nicht nur der Vater. Und mehr wird ja dann gar nicht gesagt, außer dass noch der Name von dem Jungen genannt wird, damit die Leute, die es auch verstehen, die es bis jetzt noch nicht verstanden haben, wird dann der Name extra nochmal genannt und später auch genannt. Aber es wird eigentlich schon klar, weil das genau ja drei Kinder auch sind. Und die hat man in der ersten Folge schon gesehen. Und Jan, ich muss dich noch etwas korrigieren, man hat ja eigentlich sogar in der ersten Folge schon gewusst, dass das passiert ist, weil das hat sie ja in der Schule schon erzählt. Also das ist ja jetzt eigentlich gar nichts Neues. Man sieht jetzt nur, was sie erzählt hat. Außer das mit den Kindern natürlich. Ja, nee, da hatte ich das aber in der Schule falsch verstanden, weil ich hatte es so verstanden, dass sie, hatte sie nicht irgendwie Malaysia oder sowas gesagt, Vietnam. Dass sie eben, ja, und ich dachte eben, die wohnen da in Tulsa in den USA und ich dachte, weißt du, dass das eben komplett anderer Zusammenhang gewesen wäre, dass sie da, keine Ahnung, in Vietnam Krieg gedient hat oder was auch immer. Stimmt, das hatte ich in der ersten Folge auch so verstanden, dass sie in Vietnam in den Bauch geschossen wurde. Das war ja dann doch nicht so. Da habe ich es vielleicht aber auch falsch verstanden in der ersten Staffel. In der ersten Folge. Also ich hatte es auch so verstanden. Weil das ist ja auch so ein Twist in der Geschichte gewesen, dass eben sie den Vietnamkrieg gewonnen hatten und Vietnam quasi ein US-Staat geworden ist. Ja. Ja, und man erfährt dadurch auch nochmal, warum die beiden so ein enges Verhältnis hatten. Also, weil die haben ja dann, klang jetzt zumindest für mich so, im Prinzip zu zweit die Polizei neu aufgebaut, weil die nicht umgebracht wurden, haben alle gesagt, nö, brauche ich nicht weiter. Und sie ist ausgetreten offiziell, aber inoffiziell hat sie weitergemacht. Mhm. Und das erklärt dann auch, warum sie dann sozusagen so im Hintergrund agiert. Ja, ich glaube, mehr gibt es in der Rückblende nicht. Dann greifen sie Nixonville an. Beziehungsweise erstmal greifen sie nicht an, sondern stellen ein Ultimatum. In dem Wissen. Aber schon von Anfang an sehr martialisch. Ja. Das stimmt. Der Russe ist das, oder? Der dann durchs Megafon spricht, oder ist es wieder Looking Glass? Ich glaube, der Rote ist es. Nee, ja, das ist der Rote. Und vorne dran, oder um ihn rum, stehen ja schon die ganzen Polizisten mit ihren Schlagstöcken in der Hand. Ja. Und warten drauf, dass es losgeht. Die erste Flasche fliegt. Ja. Und dann räumen sie da ein bisschen auf. Und auch da versucht wieder Sister Knight erst zu deeskalieren. Aber irgendwann kriegt sie dann auch so einen einzufassen und lässt ihren ganzen Frust und Wut an dem aus, indem sie ihm die Fresse zu Brei schlägt. Und auch das kommentiert Looking Glass wieder mit einem Look. Und dann haut sie ab. Ja, die haben das ja so schön dargestellt, dass sie angegriffen wurde und dann in der Notwehr quasi die Beherrschung ein bisschen verliert. Aber man sieht einmal mehr, es brodelt da ganz schön. Und dann fährt sie zu diesem Gedächtnis, Gedenkcenter,
oder? Um die Tasse, die sie nämlich mit, ach so. Ach ja, genau. Ja. Sie hat ja die Tasse mitgenommen aus der Bäckerei, aus der der alte Mann getrunken hat. Genau, das hat sie, sie hat ihm ja den Kaffee nicht aus gutem Willen gegeben, sondern weil sie einen Plan hat. Nein, sonst hätte sie ja Zucker dazu gegeben, wenn es aus gutem Willen gewesen wäre. Ich würde sowas als Strafe empfinden, aber. Hätte die Probe verfälscht. Das stimmt. Ja, eben. Ja, denn der ältere Mann hat die ja auch von der Nacht in Tulsa, glaube ich, erzählt. Auf jeden Fall ist sie in diesem Zentrum und die haben Hologramme da. Es gibt aber keine Drohnen. Und lässt sich da ein bisschen was von der Geschichte erzählen und gibt dann einem Automaten, der eben erlaubt, dass man da DNA-Proben eingibt, eine Speichelprobe abgestrichen von der Tasse, um eben herauszufinden, wer dieser alte Mann ist und ob der wirklich damals in Tulsa am Leben war. Ja, bei Star Wars gibt es auch Hologramme und keine Mobiltelefone. Aber Kommunikatoren. Echt? Na gut, ja, okay. Aber das war auch gar kein Hologramm. War das nicht so eine billige Aufnahme in einem Display? Dieser ja, Minister, aber vorher in diesem Raum, da waren schon so Hologramme. Ach so, stimmt, da waren noch so Geschichte. Ja, stimmt. Ja, genau. Aber es war ja so richtig billig gemacht, immer wenn er so abgesetzt hat, um ihren Namen zu sagen oder so, hat man ja so einen richtigen Bildschnitt absichtlich gesehen. Aber er hat den Namen erkannt. Wenn die Sequenz neu angefangen hat, ja. Ja. Hallo? Angela. Ja. Also, genau. Also, man kann sich da identifizieren lassen durch eine Speichelprobe, ob man irgendwie berechtigt ist für diese Red Foundations, oder? Ja, genau, wenn Vorfahren von dir da irgendwie zu Schaden gekommen sind, dann, dann hast du da Anspruch auf eine Entschädigung. Und da nimmt sie natürlich nicht ihren Speichel, sondern die Tasse wischt sie da ab mit dem Ding, weil sie nämlich damit hofft, rauszufinden, wer der Typ ist. Alles ja eigentlich wahrscheinlich nur, weil sie das geheim halten will und niemandem von ihren Kollegen erzählen will, weil sonst könnte sie es ja über die Polizei machen. Mhm. Vermutlich. Was passiert denn dann? Dann fährt sie nach Hause. Und dann hockt doch ihr ehemaliger. Wie war das nochmal? Ich dachte, das wäre der Hausbesitzer. Das sah auch aus wie so ein Redneck, oder? Ich dachte, das war ist bestimmt der Vater von ihrem Partner. Also der Opa von den Kindern. Mhm, hätte ich jetzt auch so gesagt. Ach, das ist der Opa von den Kindern. Aber da ging es doch um irgendeinen Scheck, oder? Deswegen dachte ich, die müssten ja, der hat sie halt zahlen lassen, damit er wieder geht. Ausgezahlt. Ach genau. So. Weil er hat ja schon gesagt, das ist meine Zeit. Oh, ja, ich bin dann sein Can you take a rain check? I will take a real check. Ah, okay. Ich dachte, der hätte irgendwie die Miete abkassiert oder so. Also ich weiß es nicht, aber ich bin davon ausgegangen, dass er der Opa ist. Ich habe erst halt so verstanden, es wäre der Vater gewesen, aber ihr habt ja schon klargestellt, dass der Vater der Kinder eben tot ist. Und da ist für mich der Opa der nächstmännliche, männliche ältere Verwandte. Ja, und er scheint ja so regelmäßige Besuchstage irgendwie zu haben. Was ist denn ein Raincheck? Können wir das einfach verschieben auf wann anders? Ach so, das ist so ein geflügeltes Wort, oder wie? Ja. Okay. Na gut, und dann ist er wieder weg. Genau, sie sagt ja noch irgendwie, ich rufe die Cops, oder? Nee, er sagt, ich rufe die Cops. Sagt, ja. Und dann sagt sie, die sind alle hier in Nixonville beschäftigt und dann sagt er, ist mein Glückstag. Also der macht ja auch so ein bisschen so einen Redneck-Eindruck. Ah, der ist auch so ein kleiner, sagt ja auch irgendwie sowas wie, na, dann kannst du deine Red Foundations endlich mal einen guten Zweck zuführen und so. Also der ja, auch schon so ein kleiner Rassist. Ja. Und ihr Mann hat gesagt, ihr Mann hat sich schon gar nicht blicken lassen. Ja. Der spielt nämlich drin Pirat. Und sie Piratengeist. Piratengeist mit den kleinen Kindern und sie erklärt dann ihrem Sohn aus der ersten Folge in der Schule, dass der Polizeichef tot ist. Der ja, wie wir wissen, auch schon der war, der die anderen beiden Kinder gerettet hat bei diesem Angriff, weil er sie im Schrank versteckt hat. Ja, und der ja jetzt auch dann hier sagt, okay, ich erzähl's den beiden, aber erst morgen. Genau. Ja. Also der hat die große Bruderrolle sehr, sehr verinnerlicht. Und ihr Mann erzählt sie aber anscheinend alles, weil der weiß ja Bescheid über den alten Mann im Keller. Ja,
Genau. Richtig, der fragt sie ja und dann fragt er noch, ob Gefahr besteht. Und dann sagt sie, aber das wird sie ihm sagen, wenn das so ist. Und dann fährt sie, glaube ich, in die Bäckerei. Ja, genau. In der Bäckerei hat der gute alte Mann sich inzwischen ja befreit und ist erstmal einkaufen gegangen, um sich Abendessen zu machen. Genau. Frühstück, je nachdem, ich habe die Tageszeit gerade nicht im Kopf. Ah, schöne Eier. Auf jeden Fall ist er einkaufen gegangen, um sich was zu essen zu machen. War das jetzt eigentlich, ich bin da zeitmäßig gerade ein bisschen außer der Reihe, bevor sie, oder als losgefahren ist, wenn diese Vorschau kommt? Ja. Für ja, eine genau. Ah, das war... Ach, ein American ja, Hero, wie das jetzt. Hieß, ne? Stimmt, ja. Weil sie verlässt also dann ja das Haus und ihr Partner sitzt mit dem Kind vor dem Fernseher und da wird eben... Es ist empfohlen, nicht Kinder zuschauen zu lassen. Hier kommt Sex vor, Gewalt vor, Homophobie, Rassismus, aber alles die, Mögliche. Die ganze Zeit, während das aufgezählt wird, schon so ganz spannende Musik im Hintergrund. Ja, ja, genau. American Heroes oder wie es heißt. Ja. Und Hero Story. Das ist auch lustig, ist mir auch aufgefallen, eben die amerikanische Flagge, die an ihrem Haus hängt, wenn da der Opa vorne sitzt, ist auch eine andere. Mhm. Aber jetzt zurück eben zu dieser zu diesem Vorspann, der läuft an überall. Also es wird so an verschiedenen Orten gezeigt, wo im Hintergrund immer der Fernseher läuft und gerade schauen wohl viele Leute, ob jetzt bewusst oder nur nebenher, diese Serie. Also zum Beispiel zwei Rohrschachtterroristen, die an der Bombe rumschrauben, haben das auch im Hintergrund laufen. Ach, ist das dann noch, wenn der Looking Glass beim Essen ist, ja? Genau. Genau, genau. Der guckt das auch. Durch die Maske. Und das ist die, so wie ich es verstanden habe, sind das halt die Geschichten der ersten Generation Watchmen oder dieser großen Watchmen, die auch in dem Film teilweise durchgenudelt werden, oder? Weil da wird ja einer gezeigt. Also ich kenn mich da halt leider nicht gut aus. Ich überhaupt nicht, aber diese Gestalt mit diesem hohen Kragen, die jetzt eben da gezeigt wird in dieser Folge, in dieser TV-Serie, in der TV-Serie, ist ja mit irgendwie einem diesem Galgen um den Hals und ganz in Rot gekleidet. Und ich meine, dass mir der nämlich auch bekannt vorkommt aus dem Watchmen-Film, aber dass er da auch nur auf Bildern zu sehen ist. Müssen wir nochmal recherchieren dann bis zum nächsten Mal. Aber ich nehme auch an, das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt, ob der dann sozusagen eine bekannte Figur ist, die dann auch in diesem Universum eine fiktionale Figur ist. Rolf Müller. Ja, der ich bin gerade aufs Watchman-Wiki gegangen. Ist das nicht, wie hieß er? Was a circus strongman from East Germany. Müller Hooded was Justice expected to be the Hooded Justice. Ja, genau. Okay. Ja, Hooded Justice. Also wirklich Rolf Müller, ich dachte, du wolltest jetzt irgendeinen Quatsch erzählen. Nein. Ah ja, und man sieht ja auch am Anfang, wie dann die Polizei da in Boston, ist das glaube ich, aus dem Fluss diesen toten Zirkusmann holen und da erzählt er so ans Publikum gerichtet so die Story. Ja, und mit so einer ganz, ganz, ganz stereotypen Superheld. So. Genau. Batman nochmal 100% mehr aufgedreht. Genau. Und dann sieht man, wie er dann so einen Überfall auf so einen Store verhindert. Mit vollster Brutalität. Ja, sehr brutal. Ja. Nein, mit vollstem Einsatz. Mit vollstem Einsatz. Ja, auf jeden Fall ist er ein Superheld. Ich sollte da weniger lesen, jetzt habe ich mich gespoilert. Ah, mach zu, sei still. Okay, aber ja, hätte man ja jetzt auch denken können, dass das nochmal irgendwie eine Rolle spielt, irgendwie. Wir hatten ja im letzten Mal auch schon so einen kurzen Comic-Strip, oder? Da hatten das war, glaube ich, die Werbung einfach dafür. Ach, das war die Werbung dafür, ja. Das war ja, als dann die beiden Judd und seine Frau nach Hause kamen, da lief das ja dann. Genau, richtig. Ja, und dann fährt Angela nämlich zuerst noch auf die, wie nennt man das dann? Angela fährt auf die... Die fährt gar nicht in die Bäckerei. Ach, die fährt auf die Totenfeier oder sowas? Ja, genau. Ja, stimmt. Da sagt nämlich ihr Mann ja, dass die Frau angerufen hat vom... Stimmt, und erst dann geht sie ja zurück und findet den alten Mann, dass er sich befreit hat.
richtig. Ja, weil sie schaut ja jetzt erst noch unterm Bett nach Monstern und im Schrank nach Skeletten. Genau, richtig. Und dazu lässt, tut sie ja sogar so, als ging es ihr nicht gut, gell? Dann lässt die Witwe lässt sie dann allein in dem Schlafzimmer irgendwie und dann kann sie natürlich da wunderbar agieren. Denn es gibt ja Röntgenbrillen, aber keine Drohnen. Und keine Handys. Aber Flügel für Reporter. Das gibt's bei uns nicht. Und fliegen U-Boot. Gott sei Dank, ey. Und dann findet sie ein Skelett im Schrank. Ein Geist, ja. Ja. Piratengeist. Sieht so aus. Ein Nazi-Geist. Nazi-Geist, ja. So eine Ku Klux Klan Kutte. Mit Sheriff. Zusammen mit einem Sheriff-Stern. Ja. In der Rückschau in der ersten Folge gab es beim Massaker von Tulsa ja so einige Ku Klux Klan Gespenster, die da rumgelaufen sind und ihre blutigen Taten getan haben. Und jetzt fragt sich natürlich der geneigte Zuschauer, hat da der gute Polizeichef doch Dreck am Stecken? Ja. Oder sammelt nicht der nur gerne alte Kleidung? Naja, es hatte doch aber ein, wer war das? Irgendjemand hatte doch in der letzten Episode auch schon auf dieses Bild von dem alten Mann da so. Stimmt, was da auf dem Schrank, relativ auf deutlich dem Sims stand. Also genau, das ist es ja auch nur auch von seinem Vater. Also könnte das auch von ihm sein, meinst du? Er selber kann es ja gar nicht gewesen sein. Ja, ja, aber ich meine, also vielleicht ist er ja kein Clan-Mitglied, sondern hat es halt aufgehoben, weil es seinem Vater so gut was viel bedeutet. Sammlerwert. Vielleicht ist er aber doch Clan-Mitglied und spielt dann doch als Familientradition. Ja. War ein Clan-Mitglied. War. Aber dann müssen wir da jetzt noch was zu sagen. Also zu der Szene. Da sieht man das Bild groß. Da sieht man das Bild mit den Comanchen. Stimmt, das hängt da ja dann. Weswegen die Folge so heißt. Fand ich jetzt gar nicht so besonders schön. Nö. Nee, irgendwie das Pferd, auf das gezoomt wurde, hatte einen ziemlich krass verzogenen Kopf. Aber die Reitkunst war ja anscheinend auf der einen Seite des Pferds zu hängen. Ja, genau. Gemalt von George Catlin, einem amerikanischen Abenteurer, Anwalt, Maler, Autor, Reisenden. Und Vater. Ach nee. Und dann konfrontiert sie nämlich den alten Mann wieder in der Bäckerei genau damit. Deswegen musste das ja jetzt hier vorher kommen. Stimmt, ja. Und er erinnert sich an Scheiß. I remember shit. Erstens das und dann sagt er halt dann auch noch so, das habe ich doch einfach nur metaphorisch gemeint. Ja. Genau. Ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, dass er meinte, der hat Leichen im Keller und da geht sie wirklich in den Keller und da liegen überall Leichen. Am bescheuertsten gewesen, wenn da diese Ku Klux Klan Maske auf so einem Biologieskelett hängt. Ja. Ja, aber das ist nämlich jetzt das, wo ich eben meinte, das fand ich witzig, weil hier sagt er nämlich dann, das habe ich doch nicht wörtlich gemeint. Und dann sagt er kurze Zeit später, I have friends in higher places und wartet mal aufs Ende. Und dann entscheidet sie ja, weil sie quasi nicht mit dem Ergebnis zufrieden ist, dass sie ihn jetzt doch verhaftet und möchte ihn ins Polizeipräsidium bringen. Ja, aber erst ist sie noch sehr verwirrt, weil er da geblieben ist. Obwohl er sich befreit hatte, genau. Und sie entscheidet sich ja erst dafür, ihn zu verhaften, als sie eine besondere Information bekommt. Weil nämlich jetzt klingelt hier dieses Memorial Center da an. Genau, weil sie hatte die Telefonnummer der Bäckerei angegeben. Richtig. Und eröffnet, dass er ihr Großvater ist. Mhm. Und daraufhin verhaftet ihn sie ihn dann. Zurecht. Ja, tut ihn ins Auto und dann kommt ein UFO. Moment, jetzt kommt erst Jeremy Irons. Moment. Ah ja, natürlich. Nein, Jeremy Irons kam schon. Also den können wir jetzt auch ganz am Schluss machen. Verdammt. Ja, aber beim letzten Mal vor der Bäckerei. Na gut, vor der Bäckerei, ach okay. Und
es ist aber ein UFO mit Propellern und so. Also man sieht schon, ja, dass ja. es keine... Das ist wieder so ein U-Boot vielleicht. Ja, es sind halt Friends in Higher Places, wie ja, ich schon gesagt genau. hat. Wortwörtlich. Toni mit einem dieser Schrottplatzmagnete ab. Ja. Wie bei GTA 5 in der ersten Heist-Mission. Oh ja, genau. Bonk. Und dann lässt man die in die Müllpresse fallen. Seine Superkraft ist einfach immer, wenn der Sprichwörter benutzt, dann werden die zur Realität. Genau. Oh Gott. Lieber ein Spatz in der Hand. Ja, passt natürlich ganz genau, dass sie setzt ihn ins Auto und dann will sie den Rollstuhl in den Kofferraum bringen und dann wird das Auto weggezogen, noch so halb über sie. Ja, ja und er lächelt sie sagt, was ich gedacht habe, what the fuck. Ja, aber so kann man eine Folge doch aufhören. Ja. Ja, und dann fällt halt dieser uns bekannte Zettel vor sie auf den Boden. Ja, somit ist wieder der Kreis geschlossen. Richtig. Ja, war eine gute Serie. Ja, Ende war ein bisschen überraschend, aber ja. Ich meine, der Kreis der Folge ist geschlossen. Ach so. Nee, noch nicht, jetzt kommt jetzt Jeremy Irons. Nein, der war ja vorher schon. Ah. Aber das hat auch nichts zur Folge beigetragen. Ich wie beim letzten Mal auch. Aber diesmal kommt wieder Mozart, diesmal aber ein anderes Stück, was wir jetzt hier als Intro gespielt haben. Und zwar ein, wie ich finde, sehr gutes Werk aus dem Requiem, was sowieso ziemlich gut ist von Mozart. Mhm. Was man auch ständig beim Film von also Amadeus hört dann, wenn es zu Ende geht, dann spielen sie das Requiem Lacrimosa auch da die ganze Zeit. Oder bei den Simpsons, wo sie ja Amadeus auf den Arm nehmen und Homer dann unten rauskommt, Mozart ist tot! Und dann spielt auch das Requiem und dann verkauft er ja Todesmasken an, ach so. An die Leute, die vorbeigehen. Ja, kenne ich nicht. Aber schön. Du musst dir unbedingt diese Folge anschauen, die ist okay. Lustig. Okay. Da gibt Marge Geschichtsunterricht und erzählt aber eigentlich nur Amadeus nach. Ja, es gibt ja manche so Folgen. Es gibt auch diese Folge, wo Riders of the Lost Ark nachgespielt wird, oder? Maggie. Dass sie da auch, oder ist das nicht, wo sie immer zu Indiana Jones Musik rumkrabbelt? Egal. Siehste, die kenne ich. Jeremy Irons. Der blonde Mann heißt er übrigens, habe ich irgendwo gelesen. Ist das richtig? Nein. Klar. Okay. The Lord. Wie the immer. Lord. Also in der Wikipedia nur oh. The Lord. Okay. Und er hat wieder Geburtstag. Oder immer noch. Er züchtet Tomaten an Bäumen. Boah, das war so. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe erst gedacht, habe ich da falsch hingeguckt? Geht an diesen Apfelbaum oder was das da ist, pflückt eine Tomate. Ist aber eklig, so eine Tomate, finde ich. Schleim und Kerne. Ich weiß nicht, was die Leute daran finden. Ja, die auch reingebissen und die dann mit der Hand zerquetscht. Ja. Verständlich. Ja. Und dann, was war dann? Spielen sie ja ein Spiel. Spielen sie ihr Theaterspiel. Stimmt, das Theaterstück, was wir beim letzten Mal, hat er ja gesagt, du darfst als Hauptrolle in meinem Theaterstück mitspielen. Ich darf in den Zirkus, ich darf in den Zirkus. Ja, er darf in die Verbrennungszelle. Ja, genau. Sie spielen da anscheinend die Entstehung von Dr. Manhattan nach. Und der Dr. Manhattan, bevor er Dr. Manhattan ist, also nur Doktor, geht in irgend so eine Zelle, um noch... Irgendwas mit Strahlen. Ja, irgendeine Strahlungszelle, was auch immer, um noch seine Uhr rauszuholen oder die Uhr seiner Freundin. Und dann fällt es natürlich hinter ihm ins Schloss und er verbrennt in höllischen Schmerzen an diesen Strahlen. Ja. So jedenfalls die Geschichte. Und dann kommt er aber als Dr. Manhattan wieder von der Decke. Weil Dr. Manhattan kommt dann ja maskiert von der Decke herunter. Also er trägt nur eine Maske, wie im besten deutschen Porno. Und aber es war kein Stroh auf dem Boden. Nee, nur Schmauchspuren. Und zieht sich dann ja die Maske ab und es ist der Mann, der eben noch in die Zelle gegangen ist. Und der geneigte Zuschauer Jan denkt jetzt, wow, what a magic trick.
Ja, keine Magie, Drohnen, Magie. Aber Teleportation. Ja. Und dann kommen aber immer mehr Personen mit genau demselben Gesicht auf die Bühne und dann warnte mir schon Böses, als Jeremy Irons die Tür aufmacht. Vielen Dank, Martin. Bitte entsorgt diese Leiche. Ich hatte hier gar nicht diesen Aha-Effekt, sondern ich hatte am Anfang schon gedacht, der wäre wirklich verbrannt. Weil der hat ja so geschrien. Also so wie er geschrien hat, war es mir auch schon klar. Auch die Rolle aber dann war ich mir nicht mehr... Master geschrien. Richtig. Genau. Ja. Da war ich mir aber auch nicht mehr 100% sicher, als er plötzlich von der Decke kam. Und dann, aber dass irgendwas fishy ist, war schon klar. Weil wie gesagt, er schreit ja wirklich in richtigen Todesschmerzen und Jeremy Irons sagte noch zu seiner Schauspielpartnerin, Real Tears, more tears. Und sie fängt wirklich an zu weinen. Und ich glaube auch nicht ganz nur schauspielernd. Ja, und der eine Klon, denn ich denke mal, es gibt, sind alles halt Klone, ähnlich wie die Tomaten am Baum, vermute ich jetzt auch mal, sind schlägt halt vor, wir könnten die Leiche in den Keller tun und dadurch wird eben zu diese Person zum neuen Butler ersten Grades oder sowas. Genau, der fragt nämlich, Mr. wie heißt Phillips, du? Oder? Genau, Mr. Phillips, der fragt nämlich, wie heißt du? Möchtest du nicht der neue Mr. Phillips sein? Gerne, Master. Das wäre mir eine Ehre. Wir brauchen einen neuen Jimmy. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das letzte Mal gesehen haben. Ja, er sagt ja auch so, leg sie zu den anderen in den Keller. Ist ein guter Platz. Hätte ich gerne noch gesehen, wie es da unten aussieht. Ja, ja, der hat ja auch in der letzten Folge die reparierte Uhr ihm geschenkt. Und jetzt weiß man ja auch, warum die ständig kaputt geht. Ja, das fängt jetzt quasi wieder von vorne an. Jetzt wird die Uhr ja wieder repariert und derjenige, der jetzt zu Mr. Phillips wurde, wird wahrscheinlich bei der nächsten Probe verbrennen. Aber die Uhr ist ja dabei nicht kaputt gegangen, sie lief ja dann. Ja, aber sie war ja, aber sie war so ein bisschen am Arsch. Ja, das stimmt. Dünselt. Also das mit der Uhr, das hatte ich nicht gecheckt, das stimmt. Vielleicht sieht es im Keller nachher aus wie beim Film. Voll spoiler ich dann, Leute, wenn ich jetzt sage, sieht aus wie bei Prestige. Nö, also der Film ist alt genug. Jetzt hat ja jeder genug Vorwarnung gehabt. Und außerdem habe ich den Film gesehen und weiß trotzdem nicht, worauf du anspielst. Okay. Ausgezeichnet. Auf Nikola Tesla. Okay. Ja, der spielt damit. Nikolaus Tesla. Ja, und dann das Ende von dieser Szene ist dann nämlich so, dass dann sagt nämlich, glaube ich, die Frau oder der Typ, der Butler, geht sie nicht mehr oder so oder irgendwie sowas. Und dann klickt er da drauf, doch, es hat gerade erst begonnen oder sowas, sagt er dann. Dann ist die Frage, was hat gerade erst begonnen oder es beginnt gerade erst oder sowas. Das Ende beginnt. Das Ende, ja. Ja, und was war das jetzt? Das sehen wir nach der nächsten Maus. Ich glaube auch. Vermutlich geht es da in der nächsten Folge kurz vor Ende weiter. Ja, oder es fängt einfach wieder komplett neue Szene an. Du meinst ohne Jeremy Irons, jetzt mit Peter Falk. Das würde mich wundern. Hat man was über die Squids erfahren? Ich dachte, man hätte irgendwas erfahren, aber ich habe es vergessen. Glaub man. Es gab, ich weiß gar nicht, ob es ein Zeitungsartikel war oder ein Fernsehbericht, aber es war wohl, überall auf der Welt hat es wohl geregnet. Genau, die haben doch irgendwas gesagt von Moskau oder so, auf jeden Fall irgendwas in Russland oder St. Petersburg oder so. Und noch andere Städte, die sie genannt haben. Ja, es gab schon eine kurze Szene mit diesem kleinen Mädchen, was sie, genau. Ach ja, genau, mit dem Mädel, das diese Zeitung geholt hat, genau. Ja, da war das. Also das wollte ich ja verfolgen, dieses Thema, das lässt mich nicht los, warum da die Squids zerlaufen. Und ob dieses Mädchen irgendeine größere Bewandtnis hat, dass sie sich jeden Tag alle Zeitungsausgaben da kauft. Hm. Vielleicht lässt es sie mit den Squids auch nicht los. Vielleicht ist sie ein Squid. Aber dafür ist sie noch nicht zerlaufen genug. Das kannst du gar nicht beurteilen. Ja, da kommen wir zum Ende. Wie sieht denn das aus? Verrückt. Der alte Mann fliegt weg. Der alte Mann fliegt weg. Die Angela ist ziemlich zurückgelassen und verunsichert, was jetzt
Phase ist. Die Polizei weiß eh nichts, weil Angela ihnen nichts erzählt hat. Mhm. Von denen hat man auch nichts mehr gehört, seit sie weg ist von Nixon, Will. Aber doch, hinterher hat ja Looking Glass noch Abend gegessen. Aber sonst ist unklar, was los ist. Mario würde jetzt sagen, viel passiert ist ja nicht. Aber trotzdem irgendwie schon. Ja, aber es wurden so Weichen gesetzt, ne? Und das, was letzte Folge so einfach bombastisch losgeschickt wurde, das wird jetzt weitergeführt, aber es wird ein bisschen was schon mal klarer. Das ist wie wenn man geduscht hat und der Badezimmerspiegel ist vollkommen beschlagen und er fängt dann ja auch so an den Ecken und an einigen Stellen an wieder klar zu werden und das schreitet kontinuierlich fort. Und da habe ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, hier nur hat man zwischendurch nochmal auf den Spiegel gehaucht und es ist eine Stelle wieder komplett undurchsichtig. Ich habe jetzt noch versucht, das mit Skeletten im Schrank zu verbinden, aber ich habe es gerade nicht hinbekommen. Aber okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich finde auch, wo du meintest, eben die Folgenstruktur, dass die ähnlich ist und gut gefällt. Ich finde eben, das passt auch sehr gut zur Erzählstruktur. Die greifen Sachen aus der vorigen Folge, gut, ich kenne jetzt zwei Folgen, auf und lösen die auf, nehmen sich aber schon etwas, was sie dann schaffen, neue Sachen, die sie dann vielleicht in der nächsten Folge aufnehmen und erklären. Was mir persönlich gefällt, es hält einen aber auch so ein bisschen opiummäßig an der Stange. So, man braucht dann den nächsten Shot, weil man wissen will, wie es weitergeht. Und irgendwie diese ein ums andere Mal fällt mir auf, wie interessant ich eben diese alternative oder zu uns alternative Zeitlinie finde mit eben Nixon will und Redford als Präsident und dass die so wie es aussieht, eben die ganzen rechten Faschos in so eine Art Camp legen, weil die sitzen da ja nicht nur in ihrem Trailerpark, sondern ein paar haben nur ein Zelt. Mhm. Ja. Ja. Und da gibt es ja auch Absperrungen davor, also dass die quasi schon, ich sag jetzt mal, nicht interniert so eine Art sind, aber schon. Reservat. Ja. Mhm. Ollet sehr interessant. Und ich fände es auch interessant, wenn das eben ein bisschen mal über Tulsa hinausgeht und man sieht, was woanders auf der Welt noch für Anderweitigkeiten gibt. Da kann man, verglichen mit dem, was wir kennen. Da kann man jetzt schon wieder interpretieren, wo du das gerade sagst. Die sitzen da wie in so einem Camp, teilweise in einem Zelt. Das ist ja schon so irgendwie, dass eindeutig sind die arm. Und wahrscheinlich haben sie auch deswegen schon wieder Hass dann auf die Leute, die die Redfordations kriegen. Weil die kriegen ja jetzt einfach was und die haben nichts. Das könnte man da schon wieder so sehen. Und sie sind ja auch schon wieder dabei, eine Bombe zu bauen. Davon hat man aber jetzt nichts mitbekommen, oder? Von diesem Lithium, künstlichen Lithium. Nee, gar nichts. Na, halt kurz da beim Fernsehen gucken, haben Leute irgendwas gemacht. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen, verdammt. Aber man hat jetzt nicht gesehen, was oder warum sie das gemacht haben, sondern dass sie einfach nur Rorschachs, die irgendwas Böses an irgendeinem Zünder rumgefrickelt haben. Die wollen bestimmt die Dimension durchbrechen, damit sie zu Jeremy Irons kommen. Oh, aber ja, vielleicht sind das gar keine Irons-Handlungsstränge, die machen gar keinen Sinn. Nee. Nee, überhaupt nicht. Aber ich dachte gerade, vielleicht sind das keine Klone, sondern alles nur dieselben Personen aus unterschiedlichen Dimensionen, die er bei sich sammelt. Ja, aber das sind ja immer dann die gleichen. Also die kommen, gibt es ja jeden öfter oder wie man. Ach so, aus unterschiedlichen Dimensionen, dass das so eine viele Welten-Dingens ist. Ja, ja. Ach so. Das kann natürlich sein. Das ist ja bei den Squids auch so. Die kommen ja auch aus irgendeiner anderen Dimension. Hm. Steht in der Zeitung, da muss es was sein. Zeitung. Ja. Na gut, also keine Ahnung. Und wer dieser Zirkusmensch da ist, du weißt es ja jetzt, Jan, aber der das weiß ich ja nicht. Hat Phil die Serie nicht schon gesehen? Phil hat es vergessen. Ja. Nein. Nicht? Okay. Oh, verdammt. Nein, weiß ich tatsächlich. Dann wissen es schon zwei. Warum die Sendung läuft. Ja, dann bin ich gespannt. Mir gefällt er auf jeden Fall weiterhin gut. Ich würde auch gerne wieder weitergucken, aber ich halte mich zurück. Ich gucke die jetzt nicht am Stück, sondern wirklich Folge für Folge. Mhm. Also das hat mal was. Bis jetzt habe ich ja immer vorher schon alles gesehen gehabt, wenn wir was besprochen haben. Ja,
Dann? Ja, dann. Ja, dann gibt es natürlich immer noch keine Bewertung, weil wir das ja nicht machen wollen. Ja, wir hatten ja gesagt, wir bewerten am Ende irgendwie. Genau, oder? Die ganze Serie. Ja. Ist mir recht. Und wir bleiben dann auch beim, ja, so ungefähr einmal pro Monat. Wir hatten mal gesagt, alle 4 Wochen, oder? Wir machen alle 2 Wochen das eine und alle, also abwechselnd. Genau. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Herr Minister. Genau, Herr Minister. Hat nicht ganz geklappt, weil irgendwann mal was ausgefallen war, aber so ungefähr alle 2 Wochen kommt was, ist die Idee. Einmal auf dem einen Feed, einmal auf dem anderen Feed und immer mal kurze Wellen gesendet. Genau, kurze Wellen und lange genau. Wellen. Ja, und manchmal auch längere Wellen, das stimmt. Ja, diesmal waren wir eigentlich recht kompakt geblieben. Wir sind bei ungefähr 1 Stunde gelandet und damit haben wir gerade mal so die Folgenlänge erreicht. Ja, viel ist ja auch nicht passiert, ne? Viel ist ja nicht passiert. Mal gucken, wie es weitergeht in Folge 3. Wollen wir schon sagen, wie sie heißt? Ich weiß es zumindest nicht. Ich könnte aber nachgucken. She was killed by space junk. Oh, das klingt zumindest interessant. Gravity. Das erinnert mich jetzt an Lost, wo dieser Meteorit auf das auf dieses Hähnchengeschäft gefallen ist. Ja. Das war eine Hurley-Episode, oder? Genau, das war eine Hurley-Episode. Ja. Da hatte der ja gearbeitet. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Adios. Bye, bye. Ciao. Tschüss.